Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses Stückchen Autobahn hier designt mit allen Erneuerungen der Straßen in der Umgebung. Somit ist die Geschwindigkeit des Transports natürlich um einiges gestiegen. Wir können einige, ja sagen wir mal, schlecht designte Straßen herausnehmen, wie zum Beispiel diese Schlängelstraßen hier wurden gegen geradere Straßen ausgetauscht mit höherer Geschwindigkeitsbegrenzung und allem drum und dran. Was man natürlich hier in bestimmten Teilen auch sieht. Was wir aber jetzt machen, ist diesen Flughafen hier austauschen. Bottrop Flughafen, er hat uns gut gedient, aber ich will einen größeren hier haben, um massivere Flugzeuge hinzuwenden. Es ist ein sehr lukratives Geschäft, wie wir hier sehen können. Es bringt uns mit 11 Millionen. 11 Millionen und wir sind bei 100 Millionen gerade. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als diesen Flughafen auszutauschen gegen ein neues Modell, und zwar gegen einen Güterbahnhof der Extraklasse. Und den müssen wir natürlich platzieren. Hangar brauchen wir keinen. Terminals, tun wir mal zwei hin, falls wir in Zukunft noch was machen wollen. Würde ich sagen, ist es nie schlecht. Ich muss jetzt nur kurz das Ding hier gerade anschließen. Dass das halt auch passt, ne? Ich würde sagen, es passt so. Perfekt. Und dann kann ich da in Zukunft auch rein theoretisch einen Personenbahnhof finden. Ich würde gerne die Straße natürlich jetzt hier ausbauen. Ich weiß nicht, ob das gerade geht, aber es geht noch. Weil natürlich, wir wissen nicht, was in Zukunft passiert. Die Straße wird sicherlich nochmal verändert, bis es soweit ist. Aber jetzt allein schon dieser Haken hier, die Straße muss erneuert werden. Aber so lange können wir hier auf jeden Fall arbeiten. Und was auch immer das war, ist falsch. Die Flugzeuge, ja, die Flugzeuge werden jetzt dann ersetzt. Leider, leider. Dafür müssen wir natürlich hier wieder dingern, weil es gibt bessere Flugzeuge, massivere Flugzeuge und wir brauchen viele Flugzeuge für diese Maschine. Aber der Vorteil ist, sie werden nicht alle sozusagen den Arbeitsplatz verlieren, sondern sie werden einfach ausgetauscht. Es sind insgesamt wie viele Flugzeuge? 7 Flugzeuge, die hier fliegen. Wir nehmen Flugzeug 10 und tun das weg, weil ich glaube, dann sind wir wirklich sowas in Ordnung. Und sie werden ausgetauscht gegen eine Lockheed. 24 Plätze hat die. Obwohl, eigentlich ist die hier schlauer, ne? Wenn ich so das mir ansehe. Die Lockheed ist zwar geil, aber das Ding ist schlauer. Eigentlich so, wenn man sich so vergleicht. Okay, sie ist ein bisschen langsamer. Sie hat 540 km/h. Höhere Emissionen. Ich würde die Lockheed nehmen. 35 Millionen kostet und jetzt ein Upgrade. Das Upgrade hier und... Oh, schaut euch dieses Baby doch nur an. Wir machen mal hier eine schöne Frontkameraansicht. Schaut euch das an. Wunderschön. Ich würde sagen, wir gehen raus. Schaut euch diese Maschine an. Wie majestätisch. Wie majestätisch. Und let's go. Hier fliegt die Lockheed. Es wird natürlich eine ganz schöne Umstellung sein für das ganze System jetzt, weil halt Lockheed doch massiver ist. Sie kann um einiges mehr transportieren, aber dadurch wird auch die Nutzung erhöht. Weil der Flughafen wird ja wahrscheinlich schon halb überlaufen. Dann könnten wir rein theoretisch die Masse auch erhöhen, die wir hier verwenden am Ende. Das wäre natürlich, ja, würde ich sagen, fein. Weil, was will man mehr als tonnenweise Öl verbrauchen? Ja, tonnenweise Öl verbrauchen. Es geht nichts über Ölverbrauch. Und vor allem geht dann die Halbwegszeit des Öls, haben wir unter Kontrolle mehr, wenn wir viele Maschinen verwenden. Wir können die später bestimmt auch für einen anderen Transport noch verwenden, aber fürs Erste können wir tonnenweise und tonnenweise Öl hier runter liefern, um Treibstoff herzustellen. Man kann natürlich auch sagen, ja, das war jetzt voll übertrieben und so und die Umwelt. Aber scheiß auf die Umwelt. Ganz ehrlich, wir haben massenweise Flugzeuge, die uns hier das schön von A nach B transportieren in schnellen Geschwindigkeiten. Wenn man irgendwo ein Flugzeug sieht, sieht man eh, wie schnell die unterwegs sind, wenn sie wollen. Die nehmen dann irgendwann Geschwindigkeit zu und dann fliegen sie mit ihren 220 km/h hier rum und bringen das Zeug von A nach B.
auf dem direkten Flugweg. Was will man mehr? Da schon die nächste Lockhead. Die bringt nur 2 Öl mit, aber immerhin etwas. Der LKW ist gleich so da. Oh, 2 Öl. Schön. Ein Zehntel von dem, was ich transportieren kann. Ja, aber jetzt wird es langsam mehr. Oh, und da musste jetzt der Personenflieger kurz ausweichen. Müsste die Flughäfen ausbauen können. Heb ab, heb ab, heb ab, heb ab, heb ab. Schnell, 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 schnell. Was macht ihr? Wie geil ist das denn? Nö, dich lassen wir nicht landen. Das ist ein Cargo-Transportflughafen. Okay, was gibt's Neues? Holy shit, ganz viele Dieselfahrzeuge. Die sind natürlich auch interessant hier. Aber ich bin aktuell zufrieden. Lasst das arme Ding mal in Ruhe, bitte. Lasst die Dinger landen. Dankeschön. Die müssen sich wahrscheinlich vom Timing jetzt einfach auch einspielen, ne? Oh, meine Batterie am Tablet ist fast leer. Okay, ja, da muss ich dann gleich laden gehen. Aber ich sehe es gerade so, wir kriegen relativ gut das ganze Öl weg. Also ist mal ohne Schmarrn, wo bleibt denn der Öltransporter? Der ist nicht mal angetroffen. Holy shit, okay. Wir liefern am Maximum, kann das sein? Im Lager hat er fast nichts mehr. Also es läuft perfekt, geht sich perfekt aus, was er macht. Aber wir liefern trotzdem zu wenig, scheint's. Das ist jetzt irgendwie uncool. Wir könnten natürlich auch noch... Das ging ja auch. Dass wir hier noch... Öl hinliefern schnell. Das werden wir jetzt mal machen. Und schauen, ob wir dann nicht damit die Ölmenge auch ein bisschen erhöhen können. Zwar jetzt nicht in Massen, aber immerhin Anfang wär's. So. Außerdem bauen wir hier eine Zerstörungsstation für die zukünftigen Planungen. Bedeutet, wir bauen jetzt hier einfach mal eine Station hin. Ich hätte gern für Passagiere als erstes mal hier. Dahinter dann noch eine. Und dahinter kommen jetzt Güter. So. Und dann Straßenzugang. Das ist jetzt aktuell unsere Straßenverknüpfung hier. Straßen. So. Alter, das schaut schon mal wesentlich edler aus wie sonst immer, oder? So, jetzt wird dann hier nur noch eine Straße benötigt. Kann ich das einfach so anschließen? Dann zeigt mir, wie das gut ausschauen würde. Geil. Nehme ich, ist so gekauft. Oben kommt eine kleine Güterstation einfach hin. Nee, zu groß ist aber nicht. So. Dann. Das nennen wir. Wo sind wir im Bottrop? Roh.
Öl, Bot, Rob. Perfekt. Hier müsste man nicht auch ein, ja, Straßenfahrzeugdepot. Oh, da sind ein paar Fahrzeuge drin, noch im sehr guten Zustand. Ich würde mal sagen, die verkaufen wir schnell. Bringt zwar nicht so viel, aber wir können uns dafür nochmal einen Öltanker leisten. Der für Rohöl-Bottrop fährt. Wo ist der jetzt? Da fährt er. Der fährt jetzt schnell durch die City durch. Na, schauen. Jetzt geht's in den Tunnel. Kommt da gleich hier hinten raus. Und fährt auf die neuen Hightech-Straßen. Da kann er mal. Alter, schau mal, wie schnell der wird. Der hat richtig Bock. Der hat so richtig Bock. Gibt euch das. Ich finde die Station hier auch geil. Und jetzt fährt er hier rein. Fährt hier wieder raus. Und fährt hier hinten mal Öl abholen. Weil damit könnten wir sozusagen das Flugzeug da dann auch weiter befüllen, wenn nicht genug Treibstoff da ist. Lass mich mal. Bin gespannt, ob das funktioniert, weil dann können wir da natürlich auch eine erhöhte Leistung einbringen. Ja, er bringt Geld und dann müsste es doch, ja, jetzt wartet hier 3 Rohöl und 4 Benzin. Das ist natürlich geil. Somit kann der Treibstofftransporter selber beisteuern, dass er noch ein bisschen mehr bringt. Was zum Fick ist das denn? 405, what, was bist du? Will ich sehen. Wo ist mein Hangar? Was zum Fick war das für ein Flugzeug? Ein Passagierflugzeug. Kann 12 Leute transportieren, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 54. Warum sollte man nicht verwenden? Du bist in allen Abteilungen schlechter. Und wir haben rein theoretisch Düsenjets jetzt schon. So, wir bauen hier jetzt den ersten Passagierterminal. Ich fühle, wartet jetzt hier nicht viel. Es gibt nicht so viel ab, kann das sein? Also wenn ich überlege, dass das eigentlich... Der Versand ist nicht so hoch, wie wir es denn gern hätten. Aber rein theoretisch müsst ihr dann hier an dem Bahnhof gleich auch Öl warten. Ich glaube, die können wir aber auch mal austauschen, oder? Die Flughafen Fürstenau. Haben wir nicht für euch schon neue Systeme? Müssten wir schon lange haben. Ja, schwer. Flughafen Siegburg kriegt dasselbe noch ausgetauscht schnell. Schon fahren Linienbusse. Mit 21 Sitzplätzen, das ist natürlich geil. So. Ah, schaut alles gut aus. Aber Leute, ich würde sagen, wir tun die neue Flugstrecke in der nächsten Folge aufbauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.